Februar ist der Monat des Rückrundenstarts in der Fußball-Bundesliga. Sehr häufig wird kurz vorher nochmal die Kondition der Spieler getestet. Das wird meistens mit einem Laktattest gemacht. Die Spieler müssen laufen, die Geschwindigkeiten werden immer höher und man misst die Laktatkonzentration im Blut. Soll dabei die Laktatschwelle gemessen werden und man bestimmt die Geschwindigkeit an dieser Schwelle. Ob dieses Verfahren ausreichend ist oder ob dieses Verfahren gut geeignet ist für den Fußball, steht momentan in Frage. Wir hatten vor kurzem den Fall, dass einige Spieler aus einem Verein der Fußball-Bundesliga zu uns kamen. Ihnen wurde anhand des Laktattests eine schlechte Fitness attestiert. Wir konnten das mit einer Spiroergometrie widerlegen. Das bedeutet, wir haben statt Blutwerten die Atemgase gemessen, die Sauerstoffaufnahme gemessen und stellen fest, dass die betreffenden Spieler keine schlechten Ausdauerwerte hatten, sondern bezogen auf die Atemwerte ja, fast als weiße Kenianer einzuschätzen waren. Was so ein bisschen zeigt, dass wir auch im Fußball uns einfach fragen müssen, ob wir nicht einmal mit etwas neueren Methoden auf den Sport gucken. Und die Spiroergometrie ist da eine ganz interessante Möglichkeit, die Ausdauer doch ein bisschen besser einschätzen zu können. Wir stellen fest, dass der Sportler eine sehr, sehr hohe Sauerstoffaufnahme hat, über 60 Milliliter pro Minute und Kilogramm Körpergewicht, eine sehr hohe Fettstoffwechselfähigkeit insgesamt ist auch erkennbar und letztendlich liefern die Sauerstoffaufnahmewerte, die Werte der Spiroergometrie, ganz, ganz andere Hinweise wie der Laktattest.